Hallo, heute stelle ich euch das App Zombie Smash vor. Kann für 1,14 € heruntergeladen werden. Und man sieht schon, es ist von den Zynga-Entwicklern. Sprich, das sind auch die, die zahlreiche kleine Minispiele für Facebook entwickeln. Der Name verrät schon, ihr müsst in diesem Spiel einzelne Zombies smashen, also zerstören. Wir starten es einfach mal, indem wir den Bildschirm antippen und gehen jetzt gleich auf Play. Jetzt haben wir verschiedene Missionspakete. Wir gehen in das erste hinein, sehen dann hier die Anzahl der Missionen, die wir abgeschlossen haben. Haben Bonusnächte, wie es hier genannt wird. Es gibt eine Endlosbelagerung und einen Sandkasten. Das kann man nach und nach freischalten. Hier oben haben wir unser Inventar, wo wir unsere momentanen Waffen und Items sehen. Wir tippen jetzt auf die Missionen. Das ist dann in einer Kalenderform aufgebaut. Man sieht schon, die Tage, die ich mehr oder weniger geschafft habe, sind mit einem Schnuller versehen. Und wir tippen jetzt auf den nächsten Tag, können hier den Schwierigkeitsgrad auswählen und kommen dann nach einer kurzen Ladesequenz ins Spiel. Was ist Sinn des Spiels? Wir haben hier unser Haus und müssen das vor Zombies schützen. Das Ganze geht, indem wir mit unserem Finger die Zombies einfach nehmen und wirklich, wie wir wollen, zerschleudern. Wir können sie hoch und wieder nach unten werfen, wir können sie nur hochwerfen. Die lassen dann immer wieder so Sterne droppen. Da tippt man einfach hinaus und sammelt sie somit ein. Und kann sich dann später davon freischalten. Gerade eben hat man schon gesehen, kam die Meldung mit dem Betonblock. Das sind so Zusatz-Items, wenn ich mal überfordert bin. Die werden mir links oben im Eck angezeigt. Und die kann ich dann einsetzen, wenn es einfach mal momentan zu viele Zombies auf dem Bildschirm sind und ich damit einfach nicht mehr zurechtkomme. In diesem Fall ist es eben ein Betonblock, den wir jetzt gleich mal einsetzen werden. Der fällt dann einfach mit einer großen Wucht nach unten und zerstört eine große Anzahl an Zombies. Ich würde sagen, den setzen wir jetzt einfach mal ein. Okay, in diesem Fall fällt er gerade in der Mitte runter, hat uns also wenig gebracht. Aber ich denke, Spielprinzip ist relativ schnell und einfach erklärt. Es sind also wirklich verschiedene Zombie-Arten. Mit der Zeit kommen auch immer wieder neue dazu, die auf unser Haus zurennen, das wir beschützen müssen. Rechts oben sehen wir die Anzahl der gesammelten Sterne und darunter die Gesundheitsleiste des Hauses, die natürlich aufrechterhalten werden muss, da ansonsten eben ist das Haus komplett demoliert, habe ich das Spiel verloren. Und jetzt sehen wir, es war der letzte Zombie und den haben wir auch noch perfekt mit einem Betonblock zerstört. Da kommt beim letzten immer so eine super Slow Motion. Wir bekommen dann am Ende die Statistiken angezeigt und können dann das Ganze mit weiter fortfahren. Das ist das Levelprinzip, wird natürlich im Verlauf des Spiels immer schwieriger und anspruchsvoller. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch in Level 6 bzw. Nacht 6 hinein. Und sehen, jetzt haben wir eine neue Möglichkeit. Wir können die Zombies nicht mehr zertrümmern, sondern wir müssen sie erschießen. Das ist am Anfang wirklich immer schön erklärt, ist alles in so einer Art Tutorial-Dings, sage ich mal. Man sieht schon hier, wenn man schießen muss, soll man hier hindrücken. Und wir kriegen dann hier so einen Laser und müssen dann so die Zombies abschießen. In diesem Fall, wie es aussieht, kommen sie auch nur von einer Seite. Und das ist wirklich das Schöne an dem Spiel, dass im Verlaufe des Spiels immer neue Sachen hinzukommen. Also es kommt eigentlich, auch wenn das Spielprinzip ja immer das gleiche ist, dass eben die Zombies vom Haus ferngehalten werden müssen, kommen immer wieder neue Elemente eben rein, wie hier ist das Schießen. Und die sorgen einfach für Abwechslung. Das finde ich wirklich gut gemacht und finde ich, dadurch ist auch eine längere Langzeitmotivation möglich. Gerade auch eben dadurch, dass es relativ viele Nächte gibt und dann noch verschiedene Missionspacks, die man freischalten kann, ist eben einfach so ein typisches Spiel, wo man probieren muss, möglichst lange zu überleben. Und man sieht schon, in diesem Fall würde es gar nichts bringen, wenn wir die Zombies irgendwie mit der Hand nehmen würden, weil dann passiert einfach gar nichts in diesem Level. Man muss sie wirklich einfach abschießen, wie eben am Anfang schon erwähnt wurde, und so ist ein Haus sichern. Es ist am Anfang sicher noch relativ einfach, aber ich hatte das Spiel auch wirklich schon mal bis kurz vor Ende gespielt und da kann man sagen, dass es gegen Ende wirklich richtig wild zugeht, dass riesige Scharen kommen und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Man sieht schon, das Ganze jetzt ist auch dann am Ende doch von zwei Seiten und so sorgt das Spiel wirklich immer für neue Anreize und meiner Meinung nach ist es auch auf alle Fälle die 1,14 € wert, auch wenn vielleicht auf den ersten Blick man denkt, das Spielprinzip ist vielleicht ein bisschen langweilig und eintönig. Für zwischendurch aber wirklich eine perfekt gemachte App,
die einfach mal schnell gespielt werden kann, ohne groß hier sich in irgendwas einarbeiten zu müssen oder so. Und macht einfach Spaß für zwischendurch. Ja, so viel zu Zombie Smash. Kann, wie gesagt, für 1,14 Euro gekauft werden. Wem das jetzt zugesagt hat, wirklich eine Empfehlung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.